Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Hallo zu Inside Markets X aus dem Berliner Studio. Ich bin Manuel Koch und habe die wichtigsten Börsenthemen der Woche für euch. Ja, das Coronavirus ist weiter ein wichtiges Thema. Mehr Infizierte, mehr Tote und auch auf die Wirtschaft hat es immer stärkere Auswirkungen. Starbucks hat 2000 Filialen dicht gemacht. McDonald's fast alle Restaurants in China geschlossen und viele Fabriken, die sind sowieso schon länger dicht. Und auch für die wichtige deutsche Autoindustrie ist das ein schwieriges Thema, da wird man langsam nervös, denn die Verkäufe im Januar sind um 20% zurückgegangen und Analysten erwarten, dass im Februar sogar ein Rückgang von 50% möglich wäre. Dem DAX scheint das erst einmal nicht so viel auszumachen. Er markierte diese Woche einen Allzeithoch von knapp 13.750 Punkten und schloss auch am Donnerstag nach anfänglichen Verlusten nur noch mit einem Mini-Minus, wie wir hier auf der Tafel sehen. Schauen wir auf den längerfristigen Chart, ist für Analysten klar, die Marke von 14.000 Punkten rückt jetzt in den Fokus. Bärische Gefahren sehen sie erst einmal nicht. Ansonsten ist die Berichtssaison in vollem Gange. Es gab am Donnerstag Zahlen unter anderem von der Commerzbank. Da ist der Gewinn zurückgegangen, denn man hat ja viele Kosten, hohe Kosten für die Restrukturierung und die Sparmaßnahmen, die Stellenstreichungen, das kostet Geld. Deswegen wird jetzt auch die Dividende gekürzt von 20 auf 15 Cent. Ansonsten im Fokus auch noch Aktien wie Linde, ThyssenKrupp und RWE. Und wir schauen auch gleich noch auf ein paar Aktien ganz genau. Zuerst aber der Veranstaltungshinweis. Wenn ihr euer Börsen- und Tradingwissen vertiefen wollt, dann schaut doch mal auf die kostenlosen Börsenseminare der Trading House Börsenakademie. Dort geht es um konkrete Handelsstrategien für kurz- und langfristige Trader, Geheimnisse beim Daytrading, Börsenpsychologie und die Experten kommen in viele Städte. Heute in Köln, dann im März geht's nach Berlin, Stuttgart, Düsseldorf, München, im April dann weiter nach Frankfurt, Hamburg und so weiter. Ihr seht, die Experten kommen in sehr viele Städte. Wenn ihr euch dafür interessiert, meldet euch am besten gleich an, denn die Seminare sind schnell ausgebucht. Mehr Infos auch auf trading-haus.de. Jetzt auf Long gehen bei der Volkswagen-Aktie. Schauen wir mal, was die Analysten der Trading House Börsenakademie dazu sagen. Zuerst einmal verweisen sie darauf, dass die Diamantformation Mitte, Ende 2019 sich aufgelöst hat und danach ging es in eine volatile Seitwärtsbewegung über. Aus technischer Sicht herrscht noch immer eine gewisse Unsicherheit für einen Long-Einstieg in der Aktie. Oberhalb eines Kursniveaus von 175 Euro dürfte aber das Jahreshoch aus Ende 2019 mit erhöhter Wahrscheinlichkeit angesteuert werden. Darüber hinaus bestünde schließlich auch die Möglichkeit, an die Höchststände von 2018 bei 191 Euro anzuknüpfen. Bei fortlaufender Stärke könnte die Aktie von Volkswagen sogar bis in den Bereich von 240 Euro vordringen. Die nächste Aktie, auf die wir gucken, ist die Aktie von Microsoft. Da lief es im Februar wirklich sehr gut, deswegen kam es auch zu Gewinnmitnahmen. Dies könnte der Auftakt einer beginnenden Korrektur sein. Bestehende Long-Positionen sind im Idealfall zu realisieren oder aber sehr viel enger abzusichern. Rücksetzer auf 174 Dollar und im weiteren Verlauf auf 167,90 Dollar wären möglich. Gelingt es Microsoft hingegen über 191 US-Dollar zuzulegen, könnte sich eine weitere Kaufwelle in Richtung 200 Dollar breit machen. Ausgehend von den zurückliegenden Kursgewinnen ist dies jedoch nur sehr schwer vorstellbar, so die Analysten. Das war Inside Markets X aus Berlin. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, kommentiert, postet das Video und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche. Happy Friday! Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.